Kettenhemd. Und ich bin natürlich wieder vollkommen überladen. Ja, also. Das Pferd kann nicht mehr tragen, aber ich bin auch noch leicht genug. Jetzt könnte ich noch hier stehlen. Ich weiß nicht, ob ich Branntwein oder Wein brauche. Also, eher weniger. So, jetzt gibt's keinen Heavy-Jager mehr, sondern nur noch einen. Was machst du hier? Von daher. Alles super. Gut. Dann. Jetzt. Fuck. Wieso muss der mich durchsuchen? So ein Drecksau. Oh, ich hab. Habe ich Waffen dabei? Ich habe Waffen dabei, aber ich habe keine Rüstung. Zumindest nicht viel. Würde mir im Notfall helfen. Aber es sieht so aus, als würden sie aufgeben. Die Frage ist halt, warum sie jetzt angefangen haben, mich zu jagen, weil wir hatten es ja eine ganze Weile, dass sie nicht jetzt mich durchsuchen wollten. Aber wer weiß. Es scheint so, als ob ich nochmal davon gekommen wäre, weil ich habe auch keine Geldstrafe jetzt bekommen. Jetzt, okay. Würde bedeuten, ich müsste irgendwie hier rein, ohne dass eine Wache mich aufhält. Hoffentlich sieht die mich nicht. Puh, okay. So, Gefährte. Dann einmal alles zurück. Weil mit gestohlenen Sachen erwischt werden ist immer doof. Rüstung und was? Ah, nee, Rüstung. So. Waffen, nee. Nahrung. Ich hoffe, was kann ich ablegen? Den Pfannkuchen kann ich gleich essen. Gut, nichts mehr gestohlen ist bei mir. Ja, das Einzige ist halt, dass ich jetzt meine Klamotten an habe. Aber eigentlich sollte die das nicht unbedingt stören. Einmal gegessen. Jetzt könnt ihr mich. Willst du mich? Keine Bewegung. Hey, was ist es? So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Oh. Wow. Der mag mich nur. Verflucht. Hier hast du das. Okay. Doof gelaufen? Keine Ahnung. Ich kann hier rein? Was ist denn das? Da war ich ja noch nie drin. Hier kriegst du Äpfel. Eine leichte Truhe. Ich bin gespannt, was da drin ist. Stehlen. Also nichts Interessantes. Hätte nicht gedacht, dass ich da
Komme ich auch rein? Oh, Schweinestall. Okay. Komme ich dann hier auch rein? Was? Noch ein Schweinestall. Seit wann kann ich denn so Türen öffnen? Hühnerstall. Da könnte ich wahrscheinlich was draus stehlen. Ich meine, nicht, dass es irgendwie interessieren würde, dass ich da rein kann, aber... Naja. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Ist das ein Handwerker, mit dem ich reden kann? Ach nee, ich kann nur wegen Ratei mit ihm reden. Öffnen. Er scheint ein Problem damit zu haben, dass ich hier reingegangen bin. Okay. Ausgang auf der anderen Seite, den ich nicht unbedingt erkannt habe. So unglaublich, dass ich leichte Türen auch noch manchmal knacken muss. Ach stimmt, das ist so ein verbundenes Haus von irgendwem. Schlösser knacken, nächste Stufe. Weißt du, und sowas haben die mit einem schweren Schloss gemacht. Also einem sehr schweren Schloss. Das hier ist jetzt nur ein schweres, das ist bedeutend einfacher. Was ist auch... Aber ich vermute, das liegt daran, dass es das Haus von einem Schmied ist. Von der anderen Seite müsste ich die Türen wahrscheinlich auch noch knacken. Gut, hier ist jetzt nichts. Dann gehe ich einfach mal auf die andere Seite. Da war noch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe. Und eine Truhe. Ja, leicht. Naja. Auch nichts. Okay, dann kann ich eigentlich hier rausgehen, ohne dass mich jemand stören sollte. Ansonsten, ich war in einigen Häusern noch nicht drin. Ich meine, das kann ich öffnen. Sollte vielleicht zumachen. Oh. Mehr als eine Wache? Nein. Die Fenster sind halt auf. Das stört mich so ein bisschen, aber... Tatsächlich... Und, gute Nacht. Plündern. Nicht, dass ich im Nachhinein noch heimlich töte. Das wäre ein bisschen doof. Das Geld habe ich ihm schon abgezogen. Gut, die Sache ist jetzt halt die, dass ich die ganzen Sachen hier aufschließen kann. Ich hoffe, von denen waren nichts besonders wertvoll, aber selbst wenn... Oh. Wer wohnt hier? Ist das der Besitzer von einem Laden? Oh, da. Bäcker, würde ich mal behaupten. Ich brauche aber nichts davon. Die ganze Nahrung. Ja. Die Kettenhaube nehme ich mit und die Gambison. Mehr aber auch erstmal nicht. Sehr leicht. Wunderbar. Ja gut. Dann aufstehen, Tür öffnen und kurz rausgehuscht. Dann stört es auch keinen. Tatsächlich.
Ja. Und da wir immer noch ein bisschen Zeit haben, bis es Nacht wird und die Geschäfte dann schließen, machen wir damit weiter. Gut, dass die Hunde nicht mehr auf mich reagieren. Sehr leicht. Da kann ich... Das Gute ist, wenn es verschlossen ist, dann dürfte eigentlich keiner drin sein. Von daher... Ich sollte doch nochmal auf die Beinlinge und so gucken. Da sind einige dabei, die echt teuer sind. Nicht, dass ich das jedes Mal dann vergesse. Ja, aber hier zum Beispiel ist nichts drin. Da ist nur die Schlafkleidung. Wenn du so willst. Vorratslager. Früchte braucht kein Schwein. Verdirbt eh alles. Dafür lohnt es sich nicht. Öffnen. Und wir haben, naja, zwei teure Sachen. Oh. Ich bin stehend rausgegangen, aber mein Charakter war tatsächlich noch im Hocken. Das ist interessant. So, wie gesagt, verschlossen müsste eigentlich heißen, dass keiner da ist. Eigentlich. Weiß da aber nie. So, ist nichts drin. Das hätte ich auch auf einen Blick sehen können, aber... Okay. Wow, hier ist nichts drin. Aber das ist ein... sehr schwere Sicherheitsstufe von der... Ah, na gut, die Speisekammer auch, also... Wer weiß. Gut. Ist das nicht das Haus von dem... Händler? Das heißt, wenn einer durch die Tür kommt, könnte es echt Ärger geben. Weil ich glaube, da vorne ist dieser komische Händler drin. Dann mache ich das lieber zu, weil dann sind das hier sehr schwere Schlösser. Wollen wir mal gucken, was der hier hat. Ich weiß, das kann ich noch mitnehmen. Tja, Jacke, ich weiß nicht, die Pfeile. Nee, der Honig ist zwar nett, aber nee, sehr schwer. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn du irgendwelchen Leuten Sachen verkaufst, irgendwelchen Händlern, und du knackst dann im Nachhinein die Truhe, dass da das Zeug, was du denen verkauft hast, auch einfach drin ist, weil Pfeile dürfte der eigentlich... Gut, er ist ein allgemeiner Händler, also ja, vielleicht doch. Wer weiß. Wer weiß. Nur nicht erwischen lassen. Ich meine, ich bin... Dadurch, dass ich jetzt leicht bin, mittlerweile ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich leicht bin, habe ich den Bewegungsbonus. Der dann doch... Oho! Gravierter Jupon. Alter. Dich habe ich nicht gesehen. Okay, die habe ich nicht gesehen, aber die hat mich auch nicht gesehen. Also bin ich tatsächlich so leise und unauffällig oder liegt einfach blind, dass das funktioniert hat. Gut, wir haben zwei Hunde. Sollte mich nicht hier schwer. Zum Glück nicht sehr schwer. Weil sehr schwer wird... noch mal eine Sekunde länger dauern. Okay.
schwere Truhe. Hier ist bestimmt irgendwer Wichtiges drin. Ich weiß noch nicht wer. Sehr leicht. Naja, das ist klar. Von irgendwem die Magen hat geknurrt, aber das kann nicht meiner gewesen sein. Weil ich ja... Damit. Quasi noch... Ah, da ist er. Punkt. Okay, die Wand glitscht ein wenig. Oh, Scheiße. Was habe ich denn hier erwischt? Welchen Händler? Weil das sind... Schwere Vorratsschränke. Sieht ja aus, als wäre das der Schneider. Wenn das... Weil hier liegt Stoff rum. Na gut, das war ja sehr leicht. Die 300 nehme ich. Auch noch sehr leicht. Oh, okay. Merkwürdig. Ich hätte jetzt drauf wetten können, dass das ein bisschen schwieriger wird. Hier irgendwer da? Nö. Okay. Wenn keiner da ist, mache ich weiter mit Schlösserknacken. Auch niemand da, aber eine sehr schwere Truhe. Okay. Mal irgendwas Teures. Leichte geteerte Jacke. Aber mehr auch nicht. Schade. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Aber nächstes Haus erledigt. Damit. Jetzt hätte ich es beinahe noch versaut. Aber glücklicherweise... Interessiert es keinen. Die haben einen Lagerkeller. Ein halbes Geschoss. Mit... Naja, gut. Oh. Shit, das nehme ich gerne. Klein, leicht, aber teuer. Oberes Stockwerk. Komm ich denn da hin? Na, gar nicht. Das ist eigentlich nur Lagerraum. Merkwürdiges Haus. Okay. So. Nächstes Haus erledigt. Irgendwo scheint hier ein Bäcker zu sein. Mit einer... Offene Kellertür? Wer auch immer das macht. Oh, sehr schön. Oh, die ist sogar offen. Dann hoffen wir doch mal, dass uns keiner hört. Ich meine, nur Groschen, das müsste heißen, das hier ist auch wieder ein Bäcker. Okay, da vorne ist dann also der Laden, würde ich behaupten. Die Türen sind alle... Okay, sie wacht nicht auf. Schweres Schloss zu knacken. Sollte aber kein Problem sein. Eigentlich nur wirklich die sehr schweren sind ja irgendwie das, was mir... Probleme bereitet. Und sobald ich hier drüben bin, dürfte nahezu keine Chance mehr bestehen, dass sie mich entdeckt. Hä? Oh, das ist wegen dem... Oder auch nicht? Was zur Hölle? Da hat sich irgendein Designer vertan, weil erstens, du machst keinen... Kamin aus Holz und... Hä? Okay, meinetwegen.
Soll mich nicht stören, ich will den Bäcker nicht in die Tür fallen. Die Sache ist halt die, jetzt könnte es langsam dazu kommen, dass ich auf Leute treffe, während ich Kann es sein, dass ich hier schon mal war? Alle Türen sind offen. Das interessiert mich nicht. Stehlen, stehlen, stehlen. Ich schleich mal ins obere Stockwerk. Alle Türen offen. Meist an Sachen hell beleuchtet. Bis auf der eine Raum. Der ist Stockbooster. Oh, da sieht's nach mehreren teuren Sachen aus. Das ist wunderbar. Oh Mann. Leicht und ich muss es knacken. Okay. Meinetwegen. Wirklich, das ist... Oh, das hat sich gelohnt. Ein Kleid für 400. Anscheinend existieren diese Personen hier nicht zwingend. Plündereien, das könnte ich sein. Überfälle? Nee, nicht zwingend. Plündereien bin ich aber ziemlich sicher. Weil ich gerade die Häuser plünder. Kneipe. Schwer dich auszurauben. Müsste ich erst anfangen, die Leute umzubringen. Was ja dann auch noch irgendwo ein Plan ist irgendwann. Eine Map ohne Leute. Oder ein Spiel ohne Leute. Wir haben Ende. Stimmt. Gut, dass die alle weit genug weg sind, dass ich keinen Ärger krieg. Shit. Okay, also der Hund hat doch reagiert. Obwohl ich eigentlich das Update habe, dass er nicht reagiert. Kommt manchmal vor. Hm. 190. Okay. Also ich würde behaupten, ich habe jetzt fast die Hälfte aller Häuser durch, wenn ich bedenke. Dachte ich mir. Wenn ich bedenke, dass ich auf der anderen Seite schon war. Okay. Wahrscheinlich wieder ein Kleid. Kein Weg nach oben. Keiner hier, keine weitere Truhe. Okay, wie viel Uhr haben wir? Jetzt haben die Läden langsam zu und sie gehen alle in die Kneipe. Zumindest die meisten. Warte, du bist der Schuster, ne? Dass da vorne eine Wache sitzt, die mich hören kann, wenn ich das Schloss knacke. Aber mittlerweile sollte ich so leiden. Oh ja, das ist tatsächlich der Schuster. Hoffen wir, dass das nicht die Wache ist. Das sieht nicht danach aus. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Kehr dich fort oder ersetzt was. Okay. Suchst du irgendwas? Gut. Okay, also ich würde mal behaupten, die Fackel hat mich ein bisschen verraten. Aber besser hier mit der Fackel als ohne Fackel. Weil das würde Ärger geben. Auf jeden Fall mehr als
üblich. Oder nötig. Sagen wir mal, mehr als nötig. Wobei dann eben ins Haus gehen, Fackel ausmachen, ist ja kein großer Punkt. Hatte ich das schon? Das war nur die Tür zum rausgehen. Ich muss noch weit. Felsen, hast du immer noch? Okay, ich kann nicht mit ihm reden, er ist ausgepackt irgendwie. Wieso zeigt es mir das so weit an? Sei mit dir, Heinrich. Das sah ja witzig aus. Trotzdem muss ich warten, bis er vorbei ist, weil ansonsten. Die Tür geht wieder zu. Zum Glück leitet er. Dadurch ist er schneller, muss die Tür nicht tatsächlich öffnen und schließen. Gut, dann. Warte, bin ich überhaupt richtig? Doch, das muss doch das. Ist doch das Metzgerhaus. Wieso darf ich den. Wieso darf ich nachts hier hin? Oder täusche ich mich jetzt? Oh nein, ich bin tatsächlich noch ein Haus weiter vorne. Okay, hier darf ich wahrscheinlich immer noch. Ja. Blöde Kuh. Da ist eine Wache, die interessiert mich aber tatsächlich. Nicht. Shit. Irgendwer läuft hier drin rum. Das ist ein Problem. Okay, bevor ich irgendwas weitermache, die Ecke ist ein bisschen gefährlich. Lade ich mal alles ab, was ich bisher gestohlen habe. Ich meine, es waren ja nur 1, 2, 3, 10 Häuser? Plus, minus. Plus, ich habe hier schon die Hälfte, ne, fast alles, eigentlich alles rausgeräumt. Also. Ups, nee, das war falsch. Obwohl, ich habe Bücher. Lass mich gucken, ob ich die Bücher lesen kann. Wobei, das würde mich mit der Zeit sonstiges. Nein, erst wollte ich gucken, dass ich vielleicht. Buch ist bereits ausgelesen. Okay. Pumpenmarathon kenne ich bereits. Dann mein Inventar, meine Rüstung. Alles verschieben und dann können wir dann im Nachhinein nochmal gucken, wie es aussieht. Ansonsten Schnapsen, das Bier, das Buch. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel geklaut. Nur ein paar teure Klamotten. Na gut. Wir müssen zurück zum Metzger und mal gucken, was der so zu bieten hat. Ah, man kann ich auch gerade leer machen. Sorry. Okay. So. Jetzt da wir gestärkt sind, steht da natürlich ausgerechnet Wache. Suboptimal. Ich müsste tatsächlich mal anfangen, Wachen zu killen. Ist auch interessant, dass sie das Holzding noch verkleidet haben.
Jo.